Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Photoshop-Tutorial. Ich bin der Oliver und heute geht es darum, eine Zuschauerfrage zu beantworten. Ein Zuschauer hat mein Kreisring-Video gesehen und nun gefragt, wie man auf diesen Kreisring einen Farbverlauf auflegen kann, vielleicht auch aus Regenbogenfarben. Und weil dieses Thema öfter gegoogelt wurde, möchte ich nochmal daran anschließen, wie man einen Kreisring erstellt, nämlich eine weitere Methode. Ich nehme einfach mal hier dieses Formebenenwerkzeug, Ellipse-Werkzeug. Hier oben muss Form angewählt sein, Fläche einfach eine Farbe auswählen. Kontur lasse ich weg, die ist transparent quasi, keine Kontur. Breite, Höhe werde ich gleich, wird sich gleich ergeben beim Aufziehen. Und hier kommt eine neue Ebene, wenn ich jetzt gleich diese Form aufziehe. Aber zuerst hole ich mir einfach mal zwei Hilfslinien hier ins Bild, indem ich an den Linealen mit dem Verschieben-Werkzeug zwei Hilfslinien hier ins Bild hole. Und nun kann ich einfach hier reingehen und meinen Kreis aufziehen. Mit gedrückter Alt-Taste komme ich genau hier in den Mittelpunkt dieser Hilfslinien. Lasse ich jetzt einfach mal los. Und ihr seht also, dass die Geschichte jetzt hier schwarz ist, komischerweise. Da habe ich gerade vorhin einen Fehler gemacht. Wähle hier nochmal die Farbe aus. Habe jetzt hier die richtige Farbe. Und im nächsten Schritt werde ich nochmal einen Kreis aufziehen. Aber diesmal wähle ich hier oben überlappende Formen ausschließen. Und hier ist nochmal hier ran. Mit gedrückter Alt-Taste. Und jetzt lasse ich los und ihr seht also, dass ich auf diese Art einen vektorisierten Kreisring habe. Und wenn ich jetzt einfach hingehe und STRG T drücke, kann ich diesen Kreisring beliebig vergrößern oder verkleinern. Und er sieht immer schön rund und knackig aus. Um jetzt zur Zuschauerfrage zu kommen, STRG H, kann man jetzt mal die Hilfslinien ausschalten. Und die Zuschauerfrage war ja jetzt, wie ich diesen relativ langweiligen Kreisring hier färben kann. Dazu gibt es natürlich, weil es eine Vektorebene ist, hier oben die Möglichkeit bei Fläche einen Verlauf hier anzuklicken, und weil ein Regenbogen gewünscht war, nehme ich hier den Regenbogen und habe jetzt hier einfach meine Regenbogenfarben. Wenn ich an Ebene ausrichten auswähle und mit V das Ganze bewege, bleibt dieser Regenbogen hier schön drauf. Oder aber, um nochmal U zu nehmen, das abwähle, dann kann ich mit V diesen Kreisring hier innerhalb dieses Regenbogens bewegen. Und natürlich kann ich auch hier den Winkel nochmal ein bisschen ändern, oder ich kann ja die Farben nochmal hier manipulieren. Hier oben sind zum Beispiel in den Ecken die Bereiche transparent. Das heißt, ich kann hier zum Beispiel Deckkraft auf 100% setzen, den hier löschen, indem ich den wegziehe. Dann mache ich den mal hier auf 100% und den kann ich auch mal vielleicht löschen, spaßhalber. Und habe dann hier ohne Transparenzen diese Regenbogenfarbe auf diesem Kreisring aufgelegt. Und ich hoffe, die Zuschauerfrage ist damit beantwortet. Okay, das war mein Video für heute. Wenn ihr was gelernt habt, gebt mir einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal. Und wenn ihr morgen wieder zuschaut, dann freue ich mich auf euch. Tschüss.